Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und mit einem sehr seltenen Gast auf meinem Kanal, und zwar einer Artillerie. Ja, ihr seht richtig, der GW-Tiger ist hier zu sehen von Panzerlemmy auf der Karte Kloster. Ich habe aber die Stats gesehen und dachte mir, wow, das schaut so gut aus, das muss ich zeigen. Und dafür darf ich auch die von mir ja nicht so gern favorisierte Klasse mal wieder zeigen. Falls euch über meine Stimme wundert, das könnten noch so ein bisschen die Nachwirkungen sein von Warschau. Da war es dann doch am Schluss etwas feuchtfröhlich und man hat so ein bisschen lauter geredet im Club. Und ich glaube deswegen ein wenig angeschlagen, aber ich denke, unterm Strich versteht ihr mich schon hoffentlich sonst gut. Ja, dazu gibt es ja separat natürlich auch bald noch ein Video. Das steht außer Frage. Jetzt schauen wir mal, wie gesagt, was hier mit dem T-54 passiert. Aber auf den kommt er nicht. Da aimt er jetzt oben und da hat er einen FCM gesehen, kann aber auch den nicht beschießen. Und vielleicht jetzt hier den Prot. Und da aimt er jetzt lange ein. Hat auch viel Zeit. Und da geht der Schuss raus. Man hat es leider nicht gesehen, ob er dem Damage gemacht hat oder nicht. Ist auch zu, also von dem her kann er es da nicht wahrnehmen. Er hat hier auch nicht so viele Ziele, leider, muss man sagen. Aber da drüben wäre schon wieder ein Objekt, wo auch der T-28 war. Oder hier zum Klassiker rüberhalten, auch das natürlich gern genommen. So, da ist ein FCM. Sehr schönes Arti-Ziel. Sehr, sehr angenehm. Oh, er hat alle Zeit der Welt. Bewegt sich gar nicht. Schuss kommt raus. Und weg ist er. Ja, schöner One-Shot, würde ich mal sagen. Auf Wiedersehen, FCM. Der wird kotzen. Wird ich sauer sein an seiner Stelle. Und er verlegt sich immer sofort nach den Schüssen, dass er auch da nicht gecountert werden kann. Hat ja eh immer genug Nachladezeit. Also von dem her passt es auch in der Regel ganz gut. Und jetzt hat er wieder Zeit zu aimen. Was nimmt er sich diesmal für ein Ziel? IS-7 oder... Oh, Type 4. Auch ein tolles Arti-Ziel, weil es einfach so riesig ist, das Ding. So, Schuss ist raus und auch eine Tausender-Schelle. Alter Verwalter, der macht mal Schaden. Und diesmal aimt er gar nicht, oder verlegt er sich gar nicht mehr, sondern er bleibt hier direkt drauf. Der zieht sich da ein bisschen zurück, aber der wird nach wie vor für ihn gut beschießbar sein. Das müsste auch gleich nachgeladen haben. Sieht man im Replay leider teilweise nicht so. In dem Fall noch zu viel Zeit für den Nachladevorgang. Deswegen aimt er jetzt um Richtung IS-7. Kommt aber auf die nicht gut drauf. Der Type ist wieder offen. Und der ist einfach das schönere Ziel, wie man hier sieht. Und auch da, alle Zeit der Weltschuss ist raus. Ist auch angekommen. Leider wieder nicht zu sehen, wie viel. Aber ich denke mal, der hat ähnlich gut wieder gefressen. So, da ist er offen, ja. 244 hat er noch. Also, auch wieder ein sehr schöner Hit. Der Type zieht sich weiter zurück. Linke Hand muss ein bisschen so, auf der Minimap sieht man es ganz gut. IS-3, IS-4, das schon kommend. Also da muss er aufpassen, dass er nicht gleich ungemach von links kommt. Der E-100 dagegen den IS-7. Aber da kommt er einfach nicht so drauf, wie er es gern... Oh, probiert er den Schuss wirklich? Ne, er geht wieder auf den Type. Da hat er es deutlich leichter, kann wieder aimen. Fast jetzt ganz... und... Oh, diesmal nicht. Ganz knapp daneben. Da hat er aber Glück gehabt, der Type. Mein lieber Schieber. ...6:6 aktuell. Ganz spannendes Gefecht.
so jetzt, nachdem die Straße hier frei ist, orientiert er sich dahin, dass er jetzt eben auf die KJ-Linie gut wirken kann. Da oben ist ein IS-4, der noch rappelvoll ist. Oder den IS-3. Er entscheidet sich jetzt wohl für den IS-4, so wie es aussieht. Aimt jetzt hier vollkommen ein. Schuss geht raus und Wahnsinns-Hit. 2285. Alter Schwede. Ist das ein Schaden. Da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt ein Kommentar vom IS-4 käme im Chat. Auf jeden Fall war der ja mal mächtigst. Krass. Das sind so die Art Gameplays, die ich mir visuell selber gern anschaue, wo ich aber richtig, richtig genervt wäre, wenn ich zum Beispiel so ein IS-4 wäre. So, da alles weg. Mittlerweile führen sie auch mit 9:8. So, der Type 4, der lebt da immer noch, aber ja, das ist, dürften die Jungs da oben schon klar machen. Das Objekt unten wäre wahrscheinlich sinnvoller. Muss ja jetzt echt da dem EN-100 helfen für diesen einen Panzer. Das ist ja unglaublich. Na gut, vielleicht macht er den Kill. Ja, sein Kill. Den nimmt er doch auch gerne mit. Das ist zumindest nachvollziehbar. Oh, da unten T-57 Heavy. Auch schön. Yam, yam. Komm schon, komm schon, komm schon. Also der hat wirklich zwei phänomenale Hits mit dem FCM und dem IS-4 jetzt hier schon gehabt. Dann fast auch 2000 Schaden am Type 4. Also die Runde, da kann man mal wirklich sagen, carried by Arty. Da kommt er jetzt nicht drauf. Muss jetzt da aufs Objekt verlegen. Nachgeladen hat er. Objekt rappelvoll von den Hitpoints. Genau seine Liga eigentlich, so wie man es ja mittlerweile gesehen hat. So, fahrt jetzt hier ein bisschen vor. Bleibt jetzt hier stehen, Schuss ist raus. Und nochmal 783. Was der da Schaden aus der Arti rauspfeffert. Holla die Waldfee. So. Nur noch ein T-34 und das Objekt. Und dann haben sie es auch schon geschafft. Der ist durch. Und was ist mit dem T-34? Kriegt er da noch ein Schüsschen raus? Auch noch voll? Ja, klar. Und da, zumindest Objekt sagt, of course, Arty. Aber gut, da darf man sich nicht wundern. Irgendwann kommt dann doch mal der Schuss. So, jetzt muss nur der wieder aufgehen. Jetzt wäre er nämlich perfekt drin. Nachgeladen dürfte er gleich haben. So, da hört man es auch schon. Und jetzt ist er ready. Für den T-34. Da ist er. Schuss ist raus. Und nochmal 1000. Ja, Wahnsinn einfach nur. Wahnsinn. Also, heftiger geht's ja gar nicht mehr. Der macht hier in 8 Minuten, 33 Sekunden, ich kann's jetzt sagen, am Ende der ganzen Runde hat er 9 Schüsse abgefeuert, hat 7 Treffer gelandet und hat dabei 7 Mal noch durchgeschlagen. Gut, ist natürlich klar bei einer Arti. Und hat dabei einen Schaden von 8538 gemacht. Wahnsinn. Also ich glaube, das war mal wieder ein Arti-Gameplay, was man gerne anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch wenn meine Stimme etwas angeschlagener war als sonst, hoffe ich, dass der Rest überzeugt hat. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Ein Kommentar ist auch gern gesehen. Ansonsten wünsche ich weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.